Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Dead State. Wir wurden angegriffen hier in dem komischen Ding. Problem ist halt nur, ich habe kaum noch Munition. Was natürlich nicht so schön ist. Der hat keine. Du hättest Munition, aber kannst du das irgendwie weitergeben? Ich weiß es nicht. Kann man das irgendwie weitergeben? Kann man dem die geben? Ah, so geht das. Okay. Das ist schön. Der kann mal die Munition nehmen. Was habe ich denn sonst noch für Munition? 38er? Hat einer eine 38er gehabt? 9mm, toll. Hm. 9mm ist natürlich jetzt nicht so schön. Der hat nur noch selber, sind nur noch 7 Schuss. Der hat aber noch eine 9mm Pistole mit 6 Schuss drin. Dann nimm die mal. 38er hat er auch noch. Du kannst ja mal. Gib da mal der René. Erzähl nicht. So. Alles klar. Gucken wir jetzt einmal durch. Der John hat jetzt eine mit 6 Schuss. René hat jetzt eine mit 4. Und der muss. Ach ja, der muss ja noch die ausrüsten hier. Der hat jetzt noch 3 Schuss. Und ich weiß, dass sie gleich von links kommen. Habe ich gerade schon gesehen, aber da bin ich nicht verreckt. Ich weiß, dass sie gleich kommen von links und von vorne. Hier, mein Freund. Ich treffe dich zwar nicht, aber du bist schon mal dahin. Du wählst auch nie aus. Selective. Danke. Du bitte auch selective. Da müssen wir gleich mal gucken. Da kommen nämlich die anderen beiden noch. Da kommt einer und da kommt einer gleich. Und der schießt schon, ey. 80%, komm. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut getroffen. Du bist mal bitte näher. 90%. Sehr gut. Sehr gut abgeknallt. Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin und heilst den Joel, direkt mal. Danke. Und da kommt nämlich auch der zweite. Und die haben komische Knarren. Also die ziehen ziemlich viel ab, habe ich gerade gemerkt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die gut down kriegen jetzt. Badly wounded. Ja, das ist. Leider ist er noch almost dead. Ja, und da trifft den leider nur mit 35%. Der mit 50. 50 ist ja besser als nichts, ne? Ja, aber er trifft gar nicht, das ist auch geil. 2x 50%, die Chance nochmal ist 1:2 gewesen. Aber für ihn wohl nicht. 30%. Ja, sie hat wenigstens getroffen, geht doch. Sehr gut. Aua. Aua. Er ist doch fein, ey, du Stück. Ach, die haben sogar eine Armor, ja klar. Leather Jacket haben sie an. Du kannst dahin gehen. Sehr gut getroffen. Du gehst mal dahin. 55% getroffen. Heißt ja, wir sie nochmal treffen können, ne? Nein, warum auch? Du heilst den mal bitte. Jetzt schießt er natürlich auf den Joel, ne? Ach komm, ey.
Danke. Du geh mal bitte den Joel heilen. Danke. Da kommt noch was. Zombies. Zombies wird aber hier ganz gemütlich mit Baseballschläger und Konsorten umgeknüppelt. Freunde. Auf jeden Fall so. Ach, warum bist du weit weg? Kommst du da noch hin? Ja, du kannst da sogar noch angreifen. Schade. Natürlich nicht, warum auch? Nicht den Weg. Stück. So. Oh. Da haben wir direkt Munition gefunden. Ist doch schick. Der Joel, der kann direkt mal die Munition einsammeln. Sehr gut. Machen wir bitte Reload. Hammer. Jetzt töte den. Danke. Gucken wir nochmal. Lederjacke. Sehr gut. Und der hat eine. Oh, eine Magnum. Ups. Eine Magnum. Defense 3, hey, da nimmt er das auf jeden Fall. Und die Defense 6, Magnum, aber keine Muni für eine Magnum, ne? Ne, sieht nicht so aus. Ich würde sagen, den lootet jetzt der Vic. Je nachdem, was der so hat. Der hat nämlich auch eine Lederjacke auf jeden Fall. Und eine 9mm und einen Baseballschläger. Der kann gar nicht so viel tragen. Ja, ist ja gut. Kannst du wenigstens die Jacke... Boah. Nix kannst du, ne? Dann leg ich mal bitte die Waffe ab. Kannst du jetzt? Die Wucht 6. Ja. Geht doch. Du kannst auf jeden Fall die Lederjacke schon mal anziehen. Boah, die Banditen hier. Da geht er ab. Frage ist, was hat der eigentlich nochmal an? Ach, die Defense 3. Die Defense 3 ist aber nicht so viel, ne? Lustigerweise die Lederjacke ist... Oh, nicht schießen. Ach, scheiße. Egal, ist auch zu spät. Oh, was ist denn, Junge? Ey, nix können sie. You can carry too much. So. Die hat auch nur 3. Aber wiegt mehr. Nein, will ich die nicht. So. So, was haben wir sonst noch hier rumfliegen? Ich glaube, jetzt habe ich alle gelootet, ne? Was sieht so aus? Na dann. Gehen wir mal weiter. Hier ist nichts mehr sonst. Nö. In die Häuser kommt man nicht rein, habe ich schon geguckt. Na gut. Haben die Banditen mal kurz weggeknüppelt. Ende. Apropos, habe ich die Waffen jetzt mitgenommen? Vollgesicht? Habe ich nämlich nicht. Aber klar. Nehme die Waffen mit. Boah. Zigaretten. Das kannst du noch mitnehmen. Das kannst du auch noch mitnehmen. Und das nicht mehr, ne? Boah, ich gehe kaputt. Kannst du noch mal mitnehmen? Auch nicht. Kannst du noch mal mitnehmen? Sehr gut. Dankeschön. Ich lasse die Waffen nicht hier liegen, hallo? Dafür sitten. So. Da wollen wir wieder zurück zu unserem Unterkunft, Unterschlupf. So.
Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir die Beeson Street auch fertig und wir haben den. Entschuldigung. Und die Dinge sind auch noch fertig. Luxus-Item 42 Stücke. Krass. Food gekriegt, ein bisschen Fuel gekriegt. Das ist schon mal gut. So, und wir gehen jetzt erstmal wieder unsere Sachen sortieren. Natürlich. Und wir waren ja den Brunnen am Bauen. So, der hat ganz schön viele Knarren hier. Die eine Knarre behält er mal mit 8 Schuss. So, das ist schon mal der erste gewesen. So, dann ist noch die René bei gewesen. Den Baseballschläger brauchst du nicht, die Machete auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Tier, Tränengas brauchst du auch nicht, Schrotflinte. Eigentlich schon, aber ich nehme mal die Knarre lieber mit ihr. Codein. Können wir noch reinpacken. Was sind das? 5 Charges, gut. 9mm Ammo, ein Headshot und ein Energy Drink, brauchst du alles nicht. Du nimmst aber auf jeden Fall mal Munition mit. 3 hat sie noch drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann nehmen wir 9 mit. So. Joel. So, 9mm Knarre brauchen wir nicht. Die Macken brauchen wir auch nicht. Wie sieht eigentlich die Munition aus, die für den Magnum? Das ist 38, da oben ist er. 3, 4, 5, 7. Ein Sledgehammer noch gefunden. Feuer, eine Woodplank. Das und das brauchen wir alles nicht. Der nimmt die Schrotflintenmunition mit, sehr schön. So, dann haben wir noch den. Die haben alle, haben die überhaupt alle Waffen? Guck mal, der kann ja noch 4 vertragen, ne? So, dann hat der auf jeden Fall auch eine Waffe. Die hat Blödsinn eigentlich, weil die kann eigentlich auch ein 7,62 habe ich nur. Dann nimmst du auch eine 9mm Knarre, würde ich sagen. Mit 6 Schuss. Erstmal. Weil man weiß ja nie, ne, wann ihr wer angreift. Das ist das Problem. Die Elaine hat die hat gar keine Waffe, okay. Was kann die überhaupt? Davon ab. Oh, scheiße, was kann ich jetzt gar nicht gucken, ne? Dann kriegst du die Axt, komm. Hier. Axt. Danke. Und du kriegst keine so fertig. Ende. Davis, der hat eine Knarre. Der Getz, der hat eine Feueraxt, das ist gut. Der ist auch Nahkämpfer. Der hat auch nichts. Sehr schön. Dann kriegst du einen Baseballschläger. So, und der Vic, der hat natürlich jetzt noch Klamotten ohne Ende. Eine Bola hat er zum Beispiel noch. 2 Messer, Codein hat der. Ach, wie viele Waffen der hat. Mein Gott. Kann ich ja eigentlich irgendwie. Nein. Ach so, markiert man das, okay. Sehr schön. Sehr gut. Wie viele Waffen wir schon haben, ne? Das gibt's ja gar nicht. Was haben wir denn an Luxus-Items jetzt mitgebracht? Gar nichts? John Smith. Eine Angel, ja. Aha. Ach doch, wir haben einmal Hot Sauce mitgebracht. Immerhin. Ach ja, und Fancy Chocolates. Was wollt ihr die? Ach, die wollt ja Sleeping Pills haben, ne? Und noch irgendwas. Ach ja, Deo und Sleeping Pills wollt ihr die oben, glaube ich, haben. Die Elaine. Ah, was wollte denn der, warte mal, was haben wir denn,
Der Duck wollte. Ich glaube, die Batterien noch irgendwas haben. Ach, da ist der Data System. Input, wie Data. Ach so, da. Ach du meine Güte. Passcode, Match Charakter, Remaining Characters, Panic kommt da hin. Enter the Display Data. Ach, das ist, ach du meine Güte, das lese ich jetzt nicht vor. Wenn ihr euch das voll durchlesen wollt, dann lest das. Könnt ihr Pause machen. Aber das lese ich mir jetzt nicht. Da lese ich jetzt nicht vor. So. 26. Source. Okay. Das ist wahrscheinlich dann eher so. Das. Okay. Also wie gesagt, wenn ihr euch da durchlesen möchtet, macht Pause. Und lest euch das dann gemütlich durch. Ich denke mal, das wird so was Ähnliches sein wie. Einfach nur. Ja, so Datasachen, Datensachen, die. So am Rande von der Story mit sind. Oh, die Passwörter sind ja ziemlich leicht eigentlich. Finde ich. Da kommt Beach hin. Okay. Wir haben alle encrypted. Sehr schön. Okay. Haben wir das auch gemacht? So, was wollte der? Ach ja. Shrubbery? Oder Rechargeable? Na gut. Den haben wir jetzt schon mal. Was ist denn? Ach, will ich gar nicht wissen. Ist jetzt mal ein bisschen Content. Ist jetzt immer noch mal. Was ist denn los da? To-Do-List. Haben wir alles gemacht. Sehr schön. Statistik braucht keiner. Futter haben wir nur 180, also, ne? Das ist perfekt. So, du gehst doch deine, du kriegst deine Schokolade jetzt noch. Sehr schön. Bist jetzt mal wieder ein bisschen happy? Wir brauchen immer noch Content. So, wir pack. So, gucken wir mal Jobboard kurz. Und dann machen wir mal den Tag zu Ende, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal weiter. Die sind immer noch 45 Stunden an dem Dingense dran. Und ich glaube, die Gruppe, mit denen wir jetzt so plündern gehen, die ist richtig gut. Frage ist natürlich, soll ich mit dem Max, also mit dem Getz, soll ich mit dem, soll ich den mitnehmen anstatt den Joel? Weil der ein richtig guter Nahkämpfer ist. Full used. Ich habe schon wieder einen Neutralen gekillt. Wo denn? Die haben mich doch alle angegriffen. Was ist denn los mit euch? Ach. Hammer. Hammer. Food minus 27, okay. Aber ich habe wenigstens plus 6 Moral gekriegt. Likeable Characters. Working Toilets. Maintenance. Custodian. Luxury Items, okay. Ja. 4 Fuel habe ich noch, zum Glück. Antibiotika habe ich auch noch.
Und da kommt wieder was. Ja, mein Timer ist abgelaufen, okay. So, dann gucken wir uns mal kurz an hier und dann machen wir die Folge Ende. Reinforce-Fans, ja. Ja, wir müssen den Zaun verstärken. Das ist klar. Gut. Dann machen wir jetzt wieder das Folgenende. Und wie immer sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Dead State. Tschüssingen. Dead State. Tschüssingen. Dead State. Tschüssingen.